Hallo ihr Lieben. Ja, heute wieder was über Schauspielcoaching, über meine Auseinandersetzung mit meinen Schülern, mit den unterschiedlichsten literarischen Werken. Und ich habe gestern angefangen, mit einem meiner Schüler den Treplev einzustudieren, eine Rolle aus Der Möwe von Anton Tschechow. Anton Tschechow, Anton Pawlowitsch Tschechow, müsste man sagen, war ein russischer Autor, ein Schriftsteller, Novellist und Dramatiker. Und er hat insgesamt sehr viele bekannte, insgesamt 600 literarische Werke geschrieben, obwohl er gar nicht so alt geworden ist. Er ist nämlich, wann ist er? Ich lese hier gerade 29. Januar 1860 geboren und leider schon 1904 verstorben an Tuberkulose und Herzschwäche. Und zu seinen ganz bekannten Stücken, die nun viele Theaterleute und Theatergänger kennen, das sind die drei Schwestern, die Möwe, der Kirschgarten. Und wenn man sich mit Tschechow beschäftigt, muss man sich ein wenig in die russische Seele einleben. Die russische Seele hat immer so etwas dramatisch, tragisch, Schweres. Dieses schwere Dramatische ist aber auch gleichzeitig irgendwie komisch. Also deswegen verstehe ich das ganz gut, dass viele Regisseure Tschechow eigentlich fast witzig inszenieren, so tragikomisch, grässlich, gruselig. Das hängt daran, dass die Zeit, in der Tschechow lebte, kurz vor der Revolution war und der Adel oder das Großbürgertum langweilte sich und lebte nur noch so vor sich dahin. Und in diesem Großbürgertum spielen die meisten seiner Stücke. Wir haben gestern eben mit dem Treplev angefangen. Das ist eine Figur in Der Möwe, ein junger Schriftsteller, eine tragische Figur. 25 Jahre alt, er wird sich auch mit 25 Jahren gegen Ende des Stückes, als alles verloren ist, von seinem Standpunkt aus erschießen. Und dieser junge Mensch ist trotzdem auch so aktuell, berührt einen, auch jetzt im Jahre 2019 genauso wie früher. Denn er ist ein Idealist, er ist einer, der die Welt ändern möchte. Er glaubt an etwas im Menschen. Gleichzeitig ist er selber eben, er kommt mit dieser Gesellschaft, in der er lebt, überhaupt nicht zurecht. Tschechow beschreibt in diesem Stück Schauspieler und Schriftsteller, also es geht um die Kunst und es geht um die Persönlichkeiten der Künstler. Die Mutter dieses Treplev, die Arkadina, ist eine unglaublich dominante Schauspielerin der alten Garde, sehr egozentrisch, narzisstisch, nur mit sich selbst beschäftigt und unterdrückt ihren Sohn, der neben ihr ein Nichts ist, so fühlt er sich auch. Sie hat in ihrem Hofe unendlich viele, ich sage jetzt mal, sich großgebende Avantgarde-Künstler, unter anderem den Schriftsteller Trigorin, der unglaublich Erfolg hat. Aber der weiß auch, wie man es macht. Und Trigorin ist ein Gewinner, vom Typ her ein Gewinner, einer, der sich in der Gesellschaft sehr gut zurecht findet, der sich gut verkaufen kann und der auch eine gewisse Kälte entwickelt hat. Er ist ein Herzensbrecher. Es gibt dann auch eine ganz tragische Liebesgeschichte, nämlich Nina, eine junge, sehr schöne Frau, die auch Schauspielerin werden wird und es auch werden will und es dann auch wird. In die hat sich der Treplev verliebt und Trigorin schläft halt mal mit ihr und macht ihr auch noch ein Kind und sie zerbricht daran. Und weil sie hat sich in diesen starken, strahlenden Typen, der nun einfach nur auch ein Geschäftsmann ist, ein Dichter als Geschäftsmann, sagen wir mal so, sarkastisch gesprochen, auch in den Augen von Treplev, mit dem ich mich jetzt gerade eher identifiziere. Ja, und die ganze Geschichte hat sehr viel Auseinandersetzung mit dem, was ist eigentlich Kunst und wie kann man sich als Künstler überhaupt in dieser Welt zurechtfinden? Muss man sich anpassen, um sein Leben zu verdienen und Anerkennung zu bekommen? Oder
verzweifelt man an dieser Gesellschaft, an dieser Welt, die einen mit seinem Herzen, das man in die Welt geben möchte, erstickt und nicht haben will, auslacht. Nun, also Treplew zieht seine Konsequenzen, nachdem er die Frau, die er liebt, nicht bekommen kann, Nina, und auch als Schriftsteller erfolglos ist, obwohl er wirklich alles gegeben hat und kämpft für die Kunst, erschießt er sich. Und mit dieser Figur setzen wir uns jetzt gerade auseinander. Und es ist sehr, sehr spannend. Es macht sehr viel Freude, sich mit guter Literatur und mit guten Themen auseinanderzusetzen. Denn da ich selbst Künstlerin bin, beschäftigt mich das alles auch zutiefst. Und es spiegelt auch vieles, was ich in meinem Leben auch als Künstlerin erlebt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und lest doch mal Die Möwe oder den Kirschgarten oder Die drei Schwestern. Es sind wunderbare Stücke. Oder geht mal ins Theater und schaut sie sich an. Schaut sie euch an. Ja, alles Liebe. Tschüss.